Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was sind wir denn hier? BG Farm? Hot Online Farm? Ich weiß nicht, wie wir es nennen. Mit dabei haben wir heute den Lami, Sepp, Schweizer, Friedel, Jörgi, Raste und den Sven. Meine Güte, wo kommt der her? Hallo. Hallo. Es gibt Sachen, die müsst ihr mir bitte erklären. Warum steht Polizei und Zoll vor unserer Tür? Weil du Rechnung nicht bezahlt hast. Ich wieder. Der Chef hat die Rechnung nicht bezahlt. Ich wieder. Nee, ich meine, Jörgi ist blitzt worden, man muss schon sagen. Das Finanzamt geht Gerüchten zur Steuerhinterziehung nach. Warte mal, was steht da? Daher, warte. Da wurde der Zugang vorübergehend gesperrt. Sie werden wieder um 18.36 Uhr spult man ein bisschen vor, Jungs, ne? Jo. Jo. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit, was die Polizei hier macht. Genau, einfach mal drauf fahren. Die sollten schon wissen, was los ist. Ja, geht nicht. Meine Güte, du. Das sind einbetonierte Polizeiautos. Sonst wäre ich schon lange weg. Sind doch die guten Alten. Die guten Alten. Nicht die Plastiktruhen. Das heißt, die fahren dann einfach weg oder verschwinden dann einfach, oder wie sehe ich das? Aber Allrad funktioniert, oder? Allrad funktioniert, ja. Das halbe, Profil hast du schon am Boden gelassen. Oh nein, das gibt doch wieder hier. Oh nein. Ach, Lami, du bist so unsportlich. So, Schweizer, ich weiß nicht, wer irgendwas vorbereitet hat, aber du hast, wer hat das gemacht, Schweizer? Ja. Neue Version, neue Map-Version? Ja. Warte, ich muss eine Sache nachgucken. Nein, es gibt Wasser. Guck dir mal an hier, es gibt Wasser. Wunder, wunder. Wunderschönes Wasser. Ja, schön. Schweizer, welche Version spielt man denn hier? Ja, irgendwie eine 2020. Also die neueste wahrscheinlich, genau. Oder? Ja. Bleib okay. Hat jemand, weiß auch jemand, was sich geändert hat in der neuesten neuen Version? Steuerkontrollen. Na, das ist blöd. Ja, dann? Wasser im Fluss. Okay. Ja. Und das, dann... Das reicht doch schon. Das reicht doch schon für ein Update, ne? Irgendwie kann man Schlamm zerrechnen. Schlamm? Ja. Ja. Oh nein. Ja gut, das wird spannend. Wir sind gut, immer noch am Häckseln, ne? Ja. Was wolltest du sagen, Jörgi? Gut, dass Schweizer noch nicht herausgefunden hat, wie das geht. Ja, über P und den Landschaftstool. Achso, weißt du doch. Moment, irgendwie. Wie geht das? Okay. Aber welches der Schlamm ist, frag mich etwas, was ich weiß. Ist das Modell oder Textur? Textur wahrscheinlich. Aha, warte. Das ist eine gute Frage, das sieht alles gleich aus. So weit war ich auch schon. Dieses Dunkle vielleicht? Warte mal, ich muss mal eine ganz kleine Pfütze hier setzen. So, wer fährt denn da jetzt als nächstes rein? Wer ist denn das? Ist das ein Unterschied? Ich hab das Gefühl, ich versink gleich im Schlamm. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich hab gesagt, ich versink gleich im Schlamm. Ups. Wow. So dick hätte ich es ausgeschafft, weißt du? Aber da glaube ich, brauchen wir den Reha-Mod für, kann das sein? Keine Ahnung. Boah, warte, ich mache eine Schlammpfütze genau an der Steigung. Okay, das sind Schlammpfützen, oder? So richtig mit Festfahren und Einfahren und so weiter. So, das muss ich mir jetzt einfach gönnen hier. Oh. So, wir können weitermachen. Wen wollte ich jetzt noch was fragen? Nee, niemanden. Was gibt's sonst Neues, Jungs? Erzählt mal von eurer schönen Woche bisher. Ja, Corona halt. Immer noch? Natürlich. Mein. Ich hab zu Ostern alle Eier gefunden. Also ach, zwei finden ist ja nichts. Hast du die selber versteckt oder was? Naja, die zwei finden ist nicht schwer. Ah ja. Gewohnte Position, würde ich mal sagen, ne? Hast du die auch bunt angemalt? Sven, ist uns allerdings... Bilder in meinem Kopf. Frage. Hör auf! Oh, also, Jörgi, ja, was machst du? Wie viele FPS habt ihr? Vorgewende. Du fährst noch Vorgewende. Achso, du fährst jetzt auf einmal ein Vorgewende. Knappe 30? Ich hab 130. 15. Ja, wenn ich raus habe ich mehr. Ich bin voll übrigens, gell? Ja, dann hau doch...
nicht durch die Ernte. Oh Mann, Alter. Da rast er, ne? Was? Ich hab nichts das gesehen. Das wird auch nichts mehr, ne? Eieiei. Der Jörgi, mehr als ein Anhänger kann ich dir nicht anbieten. Ich weiß. Oh, gibt's hier neue Symbole, neue Icons? Wo? Wo? Häckselgut sieht anders aus als wie sonst. Ja, das ist bunt. Möglich. Ja, aber es ist jetzt Silo-Meister. Ach ja, was ich noch gemacht habe, natürlich die Map ein bisschen umgebaut wieder. Und man kann jetzt im Silo unter der Halle Häckselgut abkippen. Sehr gut, Schweizer. Jörgi, du musst doch. Schweizer gut gemacht, deswegen. Ja, du musst dich ausrichten. Ja, wie soll ich mich denn ausrichten? Keine Ahnung, ich hab's letztes Mal auch irgendwie hinbekommen. Hast du den Finger oben, wird man dich loben. Hebst du die Hand, ja, lass dich das. Ja, Merkan, ich bin genau neben dir. Ich weiß, ich kann nichts machen. Hast du den falschen Häcksler gekauft? Ich nicht, wenn dann Schweizer. Schweizer! Fahren einen Meter weiter auf die Seite. Weiter weg? Vielleicht hilft's. Da ist ja gar nichts. Was machen wir denn langes Rohr an? Schweizer, ist das versalzen? Jetzt ist der gleiche Hexe wie letztes Mal. Ja, ist da die Asam an deiner Stelle. Ich hab so die XML 1:1 kopiert. Ist das der gleiche Häcksler, den wo wir das erste Mal gehabt haben, der nicht gegangen ist? Ne, das war Krone, glaube ich. Das war Krone, ja. Was da? Ja. Ich schon Schwarzer, Schweizer Brefer, oder? Warum ist er dagegen gefahren, oder was? Ja, eventuell ein Allrad ausgenutzt. Oh nein. Zum Glück habe ich gerade was im Mund gehabt, sonst wäre mir wirklich eine blöde Aussage jetzt rauskommen. Oh, der Lami will, ne? Ich höre den da hinten schon, der will richtig heute. Oben da auch ein bisschen. Warum muss ich echt bremsen hier runter? Alter Schwede. Das war eine Maispflanze, das habe ich genau gesehen. Ja, wow, du hast auch schon 10 stehen gelassen. Was macht denn der Rest zum Schützenfest? Dreschen. Dreschi. Ich bin gleich voll 90. Sepp, ich hab dir das, was ich mir gedacht habe. Ja, hab's geschafft, ich hab's gelesen. 697, ich fahr schneller. Oh das Gott, ich kann nicht schneller fahren! Ich habe das, den kann ich nicht kriegen. Was da willst du auch wissen? Schreib's doch hier einfach in den TS-Chat rein. Ja. Mein Gott, so kindisch die Leute hier. Ja, wirklich. Naja, sonst hast du irgendwann der Schweiz, dass er die Sätze zu Ende bringt. Nee, das wäre auf alle Fälle schlecht für alle Beteiligten. Oh ja. Besonders für deinen YouTube-Kanal. Auch das. Ich fahre mit 4 km/h hoch, ich habe Angst. Zum Thema trifft das Tor nicht. Was ist eigentlich das nebenan für ein wunderschönes Feld? Ist das Mohn? Ja. Dass das so rot blüht? Das sollte Mohn sein, ja. Geil. Den Friedel habe ich heute noch gar nicht gehört. Friedel. Hallo. Bist du irgendwie im Oster... Hast du Oster nicht überlebt, oder was? Ich habe keine Eier gefunden. Oh nein. Ja. Ich bin deprimiert, dass man keiner sagen hat, keiner, wer dabei ist, der so toll ist. Ja, wer ist denn das? Ja, wissen wir nicht. Es ist die Folge überhaupt schon rausgekäme. Das ist jetzt natürlich so eine Geschichte, gell? Das ist eher die interessantere Frage. Aber ist das wirklich die Brand-Hot-Frage hier? Ja. Ja. Hättest du André? Weiß ich nicht. Ja, also. Irgendwelche besseren Fragen gibt es bestimmt, das wie heißt der sympathische Bayer oder wie war die Frage? Der Beste. Oder Madras, das Wort mit der Levenste. Ich glaube, das ist der Sepp. Also heißt Sand, weil es eine Verbindung zwischen See und Land ist. Ja. Oh, Schweizer. Okay, ja. Kim Schweizer, bitte fang lieber mit die Did You Know Sachen an, die sind witziger. Du gehst noch Schule, Schweizer, ne? Studium. Du gehst noch lange in die Schule, Alter. Ja, geht. Ey, Schweizer, kannst du Alphabet? Z, B, X. 3, 4.
Ja, ich hab ja vergessen, dass du in der Schweiz eigentlich eine Ohrenskinder hast. Irgendwann fängt er an zu klatschen und zu singen, ey. Add Hashtag, was gibt's noch? Klammer auf, gleich. Null. Lachendes Emoji. Läuft das performancemäßig besser oder schlechter als sonst? Besser. Keine Ahnung. Ich finde besser. Keine Ahnung. Etwa gleich. Also zum Hof rum leckt's noch ein bisschen doll. Oh, leckt bei mir immer, also von daher. Aber vielleicht ist das noch nicht synchronisiert, das kann natürlich auch ja, sein. Ja, ist ja theoretisch auch eine neue Map, also von dem her. Ja, gut. Boah, Schweizer, wenn das nicht episch geplant war, was ist auch nicht da? Oh, Sepp, wie hättest du es denn gerne? Einfach rauf. Ah, ja. Damit, das war ein schöner Übergang. Schweizer, pst. Das können wir nochmal üben, es geht noch besser. Ja. Daneben fahren am besten. Ja, daneben ist am besten. Weizer, pst. Das konntest du am Werner nicht, oder? Was habt ihr denn schon wieder für Probleme hier? Größte? Deutsche Muttersprache. Wie war das gestern, Sepp? Die Gleise haben sie, glaube ich, auch anders gemacht. Kann das sein? Keine Ahnung. Ehrlich? Nö. Nee. Ich glaube, die sehen anders aus. Einfach nur Mauerschweizer. Wow. Was hat er jetzt wieder geschrieben? Also ja, ich weiß nicht, auf die Schweizer haben etwas anders gerechnet. Irgendwie sowas wie. Schweizer hat Anstoß an der Frage genommen, wo es gehört. Ah ja, okay. Ich glaube, du kennst Schweizer, hast du kurz so Interesse. Ja, der Schweizer ist ein bisschen jugendlich geblieben. Nee. Normal hat. Also weißt du, wenn Sven so eine Aussage tätigt, ne? Okay. Machen wir doch Vorgewende. Er hat noch ein bisschen Zeit, ja. Aber sonst. Okay. Ah, das Zeug, was Frieden mir jetzt gerade geschrieben hat, ist auch nicht besser. Okay, ich bin nur drauf eingegangen. Ihr nehmt euch doch alle nicht viel. Außer Lami. Lami ist vernünftig. Bestimmt der wenigste. Was? Lami ist halt aber nicht vernünftig, ey. Was? Lami weiß nur, wann er die Klappe hält. Manchmal ist das besser. Ja, hast du allerdings wahrscheinlich recht. Was da? Ja, sorry. Ich habe mich im Häcksler viel wohler gefühlt. Bekomme ich hier so eine Käsemühle unter den Arsch gestellt, weißt du? Ja. Wer rechtzeitig kommt, bekommt einen guten. Also, wer rechtzeitig kommt, bekommt einen guten Traktor. Früher haben wir die Leute, die guten Traktoren besetzt haben, stundenlang einfach vom Server gebannt. Ja, wir haben ja nicht stundenlang draufsetzen können, weil Schweizer. Ah ja, Schweizer, Probleme, was war denn das für eine Aktion? Was? Mods hochladen, damit der Holzjogi da nicht mitspielen kann? Ich musste vorhin. Glauben Company hatte ich 1.4 Version drauf. Gestern ging alles mit dem Server. Heute wollte Lami und ich joinen. Die ganze Zeit Ladebildschirm, Log sagt irgendwie Lua Error. Nice! Was macht man dann? Ich glaube, Company wieder ältere Version draufschmeißen. Dann klappt's wieder, ne? Jo. Naja, so schön wie der Mod auch ist, ist so. Ja. Schwierig teilweise. Aber lass mal gucken. Wir bräuchten einen zweiten Abfahrer. Ich bin hier, wo seid ihr? Am anderen Ende. Oh nein, ehrlich jetzt? Hallo, hier. Unten rum oder oben rum? Unten rum. Okay. Weizer, wer bremst, ja. Verliert. Ja, ich bin voll. Warte nur, bis die Achse nach oben geht, ey. Hier steht doch noch so ein Abfahrgerät und mehr, ja, und auf der Wiese. Ja, aber willst du das betreiben? Soll ich zwei parallel fahren? Ja, gib dir doch mal Mühe. Ja, nee. Na Jörgi, du alter Abschleppprofi. Ja. Warte, ich muss drehen. Ja, der Klaus, warte. Der Klaus will nachher wieder fleißig sein, hab oh, ich gehört. Nein, bitte nicht. Was? Ja, genau. Ah, El Chefe möchte auch einmal arbeiten. Nee, ich hab keine Zeit heute. Jörgi. Ja, dat, ich kann nichts dafür. Das geht so nicht. Ja, vielleicht schmeißen Erwin und Klaus noch eine Spätschicht an. Ja, guck mal. Hast du das bis hier vor, Werner? Ja, lieg. Warte, wie weit ist denn das noch? Eng, wa? Ach, sonst hau ich hinten ein bisschen raus, geht schon.
gucken mal, wie, ob Jörgi sich entscheidet, einfach in den Häcksler oder in den Anhänger reinzuwechseln. Drei Pflanzen stehen gelassen. Gar nicht. Mann. Friedel. Gut, das müssen wir noch mal üben. Für den heutigen Tag, liebe Leute, sind wir erstmal fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, wie war das, Friedel? Wer der bessere Bayer ist? Ja. Genau. Der Friedel oder der Sepp. Haben wir noch jemanden zur Auswahl? Holzhugel. Holzhugel ist nicht anwesend. Der Bayer, das zählt nicht. Das zählt nicht. Also, wer ist der bessere Bayer, Sepp oder Friedel? Jetzt in die Kommentare schreiben. Weiß nicht, ob wir die nächste Woche da was Spezielles draus machen. Mal schauen. Ja, du kannst ja gratis Strohbergungs-DLC verlosen. Genau, das machen wir. Wir verlosen gratis Strohbergungs-DLC. Wer Bock hat, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe euch dann vielleicht einen Link dazu. Gut, schlechter Witz erledigt. Wir sind erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.